Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu dem ersten Teil der Erweiterung, des Erweiterungssets viel eher gesagt, von Castlevania Lords of Shadow. Ich bin gerade total, total aufgeregt und total überrascht, dass es jetzt noch in diesem Jahr geklappt hat, weil ich ja zum Ende hin des Hauptprojektes offen gelassen habe, ob ich das überhaupt irgendwann mal in Angriff nehmen werde. Und es haben mich zwischenzeitlich so viele Leute angeschrieben von euch und gesagt, ey, mach das auch mal, bald kommt Teil 2 raus und die sind es wert, ja, die spinnen die Geschichte weiter voran. Ich weiß, dass diese beiden DLC-Inhalte nicht so die besten Bewertungen bekommen haben, so von der Presse und was den Umfang anbelangt und so, und hast du nicht gesehen. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt doch ein bisschen Zeit freischaufeln konnte und das jetzt hier schön einbinden kann in meinen Sendeplan. Und ich möchte euch jetzt nacheinander zum einen die Erweiterung Reverie zeigen und zum anderen direkt darauf folgend Resurrection. Und wir werden uns jetzt hier angucken, was wir hier an neuen Inhalten haben. Hier sehen wir auf der Weltkarte, dass wir die ganzen Hauptkapitel schon durchgespielt haben aus dem Hauptspiel, und wir haben jetzt zwei weitere Gnubbel freigeschaltet. Das hier ist von Resurrection, das hier müsste von Reverie das sein, und ja, wir sehen hier, dass wir 3 neue Levels zur Verfügung haben. Ich würde mal sagen, bevor ich jetzt noch ein paar Worte dazu verliere, starten wir das Ganze erstmal. It seems like only yesterday that I stood there upon that clifftop, looking down into the abyss of my life. Everything that I'd ever loved taken from me. Defeating the Lords of Shadow had been a hollow victory. Now I was on a journey that I could never imagine in my darkest nightmares. As I stood there contemplating my fate, a voice entered my thoughts, a cry for help that I could not ignore. A debt was owed. A life for a life, and what was left of my broken humanity felt obliged to do the honorable thing, to repay that debt. Looking back now, I realize that none of us has any real control over our fate. We are like leaves on the wind, to be blown wherever we may. Ich bin so froh, dass sie diesen Aufbau beibehalten haben. Ja, schon allein das gibt von mir einen riesigen Daumen nach oben, weil ich kenne diese Zusatzinhalte nicht. Und das hat für mich immer so den Grundteil, so, war immer so ein Grundpfeiler für die Atmosphäre hier in diesem Spiel, ja, dass sie diese die einzelnen Levels hier so inszenieren, so einleiten. Ich bin gerade schon wieder total drin. Ich bin gerade so happy. Hear me, Gabriel. I need your help. I am afraid. It's not safe for me here anymore. I have no one left to turn to. Gabriel, you must help me. Und habt ihr sie erkannt? Das war nämlich die gute Laura. Oh wow, wie mich die Grafik schon wieder so dermaßen überwältigt.
Ach, ich fühle mich, als ob ich gerade zu Hause angekommen wäre und habe keinen blassen Schimmer, wie das hier mit der Steuerung funktionierte. Ich weiß nur, dass ich diese Statue hier gerne kaputt machen wollte und das funktioniert irgendwie nicht. Wow, ich muss mich hier erstmal nochmal komplett neu einfriemeln. Das ist schon so lange her. Wartet mal, wie weiche ich denn nochmal aus? Oh, Backe, ey, das ist ja komplett anders. Also ich bin noch ein bisschen an die... Nein, 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 nein. Ich bin noch ein bisschen an die Darksiders 2-Steuerung gewöhnt, weil ich das momentan so für mich privat zocke. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles... Ach so, da oben links kann ich mehr aussuchen. Ja, 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 doch, ich erinnere mich mit Dolchen oder diesen komischen Feen, die die Gegner immer so ein bisschen besoffen machen und so. Okay, ich glaube, ich bin da voll drin. Ich hoffe, dass die Erweiterung jetzt nicht zu hart ist im Einstieg und... dieser Ort, der sieht für mich so ein bisschen nach Vampiren aus. Und das sind jetzt ehrlich gesagt nicht die Gegner, die ich mir jetzt hier für den Einstieg so wünschen würde. Aber okay, wir gucken mal, wie ich mich hier schlage. Ich habe ja noch keine Inhalte von Lords of Shadow bisher in irgendeiner Form blind gespielt. Weil das Hauptspiel, das kannte ich ja bis dato. Also habt bitte Nachsicht, wenn das hier etwas hölzerner vonstatten geht. Und ich hier so meine Schwierigkeiten haben werde, was den Umgang anbelangt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch die Steuerung und alles nicht mehr so gut kenne und ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwie Leichen wieder suchen kann, ne? Das, was mir im letzten im Hauptspiel so viel Spaß gemacht hat. Ah, guck mal, ich habe auch noch voll viele diese Kampfpunkte, diese Erfahrungspunkte. Kann ich die jetzt noch irgendwo investieren? Oder hatte ich im Hauptspiel alles... Nee, ich hatte im Hauptspiel nicht alles voll gekauft. Ah, aber ich habe hier für diese 25.000er Schattendinger habe ich gespart, ne? Obwohl, explosives Beben, ich glaube, das, was ist denn ultimativer Schatten? Das ist die teuerste, beste Schattenattacke, nehme ich mal an. Und wo ist die beste? Ich glaube, das ist das hier, kann das sein? Also dieses explosive Beben. Ja, ich bin gerade sehr unschlüssig, aber ich glaube, ich spare erstmal die 25.000 zusammen. Den Rest habe ich ja größtenteils, wenn ich das jetzt hier so grob überschaue. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich meine, wenn ich drauf gehe, dann probiere ich es einfach nochmal, nur... Ich glaube, oh oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich habe so eine Angst, oh, falsche Taste. Ja, ich muss mich jetzt hier erstmal nochmal komplett neu einfriemeln, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin eine Zeit lang mal voll gut gewesen in dem Spiel, ich habe aber gar keinen blassen Schimmer mehr, wie ich das damals hier alles gemacht habe und fange jetzt hier im Grunde genommen an wie so ein totaler Kacknut, der hier irgendwie nicht weiß, was er tut. Warte mal, ich konnte die doch auch immer so komisch an mich ranziehen, oder ging das bei den Gegnern nicht? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich probiere das jetzt erstmal. Ich meine, mehr kann ich ja sowieso nicht machen. Ich komme jetzt nur mit den Tasten schon wieder voll durcheinander. Ach ja, stimmt, warte mal, wenn der eine so komisch geblinkt hat, dann kann ich den irgendwie an mich reißen. Wie kann ich denn diese Dinger aufsaugen? Okay, nee, den wollte ich... Wie, hä? Ich kann die doch so anpacken? Okay, irgendwie bin ich gerade voll durcheinander. Aber was waren nochmal, wenn die so komisch blinken? Da konnte ich, glaube ich, auch irgendeine Taste drücken. Oh, ich weiß nicht mehr, was man dann machen konnte. Oh, ist natürlich blöd. Weihwasser, Fion. Oh oh. Oh oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich will nicht... Ey, guck mal, da ist Laura. Seht ihr sie? Da ist sie. Muss ich sie jetzt bekämpfen oder was? Okay, ich bin gerade voll überfordert. Aber das war irgendwie... Irgendwie war das klar. Aber ich... Ja, vielleicht ist das jetzt so meine Lehre daraus, dass ich... Dass ich schon vorher anfangen hätte sollen, ja, hier mit den DLCs. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich turbulenter Einstieg, aber wovor ich noch viel mehr Angst habe, das sind gar nicht mal die Kämpfe, sondern eher so schwierige Rätsel und so. Ich bin ja immer so ein bisschen so ein kleiner Rätselidiot, ne, und kenne mich damit ja immer nicht so aus. So, der da leuchtet jetzt. Was kann ich jetzt mit dem machen? Oder konnte ich den... Vielleicht konnte ich den auch nur greifen, genauso wie den letzten Gegner auch, weil der so geblinkt hat. Wow, ey, ich habe hier gerade echt... Ach so. Ach, ich krieg mich voll einfach wieder geheilt von der Vergiftung, wenn ich meine Dingsmagie hier, die blaue Magie, zum Einsatz bringe. Oh, wow. Okay, ich bin mit dem Schwierigkeitsgrad eines Lords of Shadow irgendwie schon gar nicht mehr vertraut. So, wartet mal. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal meine Energie hier irgendwie wieder hergestellt kriege. Also alle anderen Spiele, die sind, glaube ich, so zumindest schwierigkeitstechnisch ein totaler Witz im Vergleich zu dem hier. Aber ich hatte doch eigentlich immer so ganz coole Kombos und Moves und hast den nicht gesehen. Aber irgendwie tue ich mich hier gerade schwer. Okay, warte mal, ich habe doch Fiolen, ne? War das die richtige Taste? Ja.
Okay. Ich habe gerade echt das Problem, dass ich irgendwie hier überhaupt gar keine Schonfrist bekomme, um mich hier mal ein bisschen mit den Kämpfen vertraut zu machen. Und das ist hier, vielleicht sollte ich auch die ganze Zeit einfach nur abhauen und darauf hoffen, dass Laura das hier alles irgendwie schon selber hinkriegen wird. Nein! Nagoya, oh, jetzt rollt sie sich direkt in den Tornado rein. Ich glaub's ja nicht. So, und ausweichen. So, ich muss mich einfach nur ein bisschen konzentrieren, ne? Das war ja das, was ich im Hauptspiel immer schon so ein bisschen versäumt hatte. Das Thema Konzentration. Also ich könnte natürlich auch ein bisschen was an Weihwasser jetzt noch anwenden, aber Mann, ich fresse hier echt definitiv zu viel Schaden. So, den kralle ich mir jetzt. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas nützt. Kriege ich dafür irgendwie, die brauche ich, die Knubbel brauche ich, die brauche ich. Oh, wow. Okay, ey, das ist schon wieder Stress in seiner maximalen Ausführung. Aber Laura ist hier irgendwie voll übermotiviert, wie mir scheint. Versucht mich hier voll, oh, aua, voll ins Gesicht. Ey, in anderen Spielen, die einfach mal ein bisschen einfacher sind, ja. Da ist man auch, wenn man rollt, unverwundbar. Aber Castlevania ist da irgendwie ein bisschen anders drauf, ne? Aber ist auch okay. Also wie gesagt, hätte ich das zu einem, muss ich hier vielleicht irgendwas, die respawnen aber nicht, oder? Das wären immer weniger, oder halluziniere ich gerade? Ich glaube, wenn ich das jetzt hier noch ein paar Mal durchspiele, dann, so, hier einmal noch eine Fiole für euch. Das sind auch nicht so eine Skelette, wo ich am Ende, wenn die am Boden liegen, nochmal draufhauen muss, ne? Die sind dann einmal weg und immer weg, oder? Oder nee, der eine, der ist gerade so voll zerborsten. So, oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh, oh, da habe ich ja gerade mal... Ja, hier, genau, da muss ich eigentlich nochmal... Ja, genau so. Okay, das habe ich wahrscheinlich versäumt. Da war ja was, I'm glad you came. Follow me. I know how you're feeling. Alone, betrayed. You get used to it, you know? That isn't true. Or you would not have spared me that day. Do you now regret it? You called me here. Why? You've destroyed the Lords of Shadow, but in doing so, you have unleashed a greater evil. And what is it you want me to do about it? A powerful demon is coming. A creature that knows no pity or mercy, and who is bent on destroying this world. Very few know that long ago, before the Lords of Shadow came, there was a fierce battle here. The three founding members of your brotherhood fought a creature called the Forgotten One. This creature had been summoned by the evil Bernard family, who owned the castle at the time. But things went badly wrong for them. The Forgotten One escaped its bonds. The founders knew they could not destroy the Forgotten One, so they waited for their opportunity during the fight. And locked up the demon in a dimensional rift that they created using their combined powers. This fortress was used for that prison, and the Brotherhood built new areas around it to house the creature deep within. As you know, years later, the founders transcended as heavenly spirits, in the process creating the Lords of Shadow. It was not by chance that my mother chose this particular castle. Carmilla hated the other lords, but she feared what could happen if the Forgotten One should ever escape. You have destroyed them, and so the power that kept the Forgotten One locked within his prison has been weakened. It's only a matter of time before he breaks free and returns to the world. I care not for the world or its problems. Then you are a fool! The creature will simply reduce this world to ashes in revenge for centuries of captivity. Everyone will die. There will be nowhere to hide. We are the only ones with power enough to stop him. Tell me, would you have the souls of the innocent on your conscience for eternity? Then show me what I must do.
Wow, da hat sie aber gute Überzeugungsarbeit geleistet. Mother once told me that the entrance to the ancient fortress of the Brotherhood was in this room. Ja, diesen Raum, den kennen wir noch ganz gut, ne? Hier haben wir zuletzt, als wir hier gewesen sind, diesem komischen Schachspiel beigewohnt. Und ja, ich wette mit euch, dass diese Kreatur wahrscheinlich hier der letzte Boss sein wird im dritten Level hier in diesem Kapitel. Also schätze ich jetzt einfach mal, was kann ich denn hier machen? Oh, nein, jetzt habe ich eine... so viel zu dem Thema. Ich habe schon wieder voll vergessen, wie ich mit diesen... Sachen... Psst, sei doch mal bitte ganz kurz leise. Ich habe jetzt vergessen, wie ich mit diesen Dingern hier interagiere. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas... Ah, okay. Das ist die rechte Schultertaste. Okay. Ich glaube, ich habe das verstanden. Jetzt muss ich mir das nur noch merken. So, wir sollen also Laura dabei helfen, ein Monster zu besiegen, was offensichtlich eine Gefährdung für die gesamte Welt darstellt. Und nur wir beide sind imstande, dieses Monster zu bekämpfen. Das habe ich jetzt verstanden. Und ja, das ist jetzt kurz davor irgendwie auszubrechen, weil wir, indem wir die Lord of Shadows besiegt haben, dieser Bann, der das Monster bisher gefangen hielt, entsprechend geschwächt wurde und ja, wir dem Ganzen jetzt irgendwie Einhalt gebieten sollen und präventiv den irgendwie aus dem Weg räumen sollen. Irgendwie so wäre jetzt meine Zusammenfassung. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Also damals sind wir, glaube ich... Ah, der Raum sah damals ein bisschen anders aus, oder? Ich habe irgendwie, sobald seit ich das Spiel hier angefangen habe, habe ich schon wieder diesen Blick für, wo ist eine Leiche? Wo ist eine Leiche? Wo kann ich ein Steinchen finden? Ja, das ging irgendwie jetzt recht schnell hier wieder rein. Ich würde so gerne so gerne meine Energie jetzt irgendwo wieder auffüllen. Hey, hier komme ich aber nicht weiter. Ey, ich habe hier gerade echt so eine Probleme, mich steuerungsmäßig hier wieder dem ganzen Zeugs hier... Leiche! Da ist eine Leiche! Und ich habe mir gemerkt, dass ich den Schulterknopf verwenden muss. Sehr cool. Eine Schriftrolle. Belohnung für Lösung des Rätsels. Ich habe keine Ahnung, wieso die Ältesten der Bruderschaft von der Existenz geheimer Zugänge und Korridore unterhalb der Vampirburg wussten, aber sie hatten recht. Dieses Schachbrett ist eine Art Rätsel und verbirgt einen dieser mysteriösen Eingänge. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wohin die einzelnen Figuren gehören. Okay... Okay, okay. Ich dachte eigentlich, dass ich hier vielleicht mal einen Tipp bekomme, aber irgendwie ist dem nicht so. Es sei denn, es gibt hier irgendwo noch eine zweite Leiche, die mir das verrät. Ey, das sind genau die Momente, die ich so gefürchtet habe, ja, dass hier irgendwelche Rätsel ins Spiel kommen, die ich irgendwie nicht begreife. Ich wette, das hängt mit diesen Teilen zusammen. Wartet mal, kann ich hier irgendwie die Perspektive? Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Aber da hängen überall so komische Wappen oben. Also so mit so Schachbrettern drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas draufsteht. Umsehen. Steuerkreuz. Ah, guck mal. Okay, ich glaube, das hier soll mir irgendwas verraten. Wir haben... Oh Gott, also hier sind drei Felder irgendwie hervorgehoben. Eins mit einem Fragezeichen. Ich wette, hier sind zwei mit einem Fragezeichen. Also eigentlich müsste ich mir ja jetzt Stift und Zettel zur Hand nehmen und das Ganze mir irgendwie hinterlegen. Aber ich kann ja erstmal das so platzieren, wie das hier angemerkt ist. Also, dieser komische Mönch, den müsste ich vorletzte Spalte, dritte Zeile. Vorletzte Spalte, dritte Zeile. So, wo ist denn der überhaupt? Das ist der hier. Den würde ich jetzt einfach mal hier hinpacken. So, keine Ahnung, ob das richtig ist. Wenn das am Ende alles Murks ist, dann... werde ich da gegebenenfalls... Ja, ja, ja. Ja, oh, die hat damals schon so genervt und sie hört jetzt einfach nicht auf. So, dieses komische Monstervieh, ich weiß gar nicht... War das das hier?
Ich habe gerade irgendwie so leichte Erinnerungsschwierigkeiten. Den müsste ich auf jeden Fall hier hinstellen, wenn es denn der richtige ist, ne? So, weil dann sieht das schon mal aus, so wie da oben. Okay, dann gucken wir mal, was hier noch an Ergänzungen mit drauf ist. Der Werwolf, der müsste in die vierte Zeile, vorletzte Spalte. Ich glaube, das war gerade der Werwolf, ne? Ach nee, wir haben zwei davon, kann das sein? Der hier ist doch der gleiche wie der, den ich gerade verschoben habe, ne? So, der müsste dann, wenn das hier so stimmt, auf dieser Seite stehen. Okay, mehr Hinweise haben wir jetzt auf dieser Tafel erstmal nicht. So, und dann haben wir da noch... Ah nee, guck mal, irgendwie bringe ich die Charaktere hier, glaube ich, durcheinander. Weil hier ist ein Wolfszeichen und hier ist kein Wolfszeichen. Was ist denn das da für ein Ding? Ist das so ein Gargoyle-Vieh? Wartet mal. Ja, muss eigentlich sein, ne? Weil da, warte mal, dann stelle ich mal den hier wieder weg. So, und dann packen wir stattdessen den hier hin. So, in der Hoffnung, dass ich die Gesichter jetzt richtig verstehe, ne? Das heißt, hier haben wir Zeile 3 und 4, die platziert, genau. So, und hier haben wir den, genau, den Wolf. Also ich hoffe, dass der das ist, aber müsste er eigentlich sein. So, genau. Und jetzt habe ich hier noch einen zweiten Wolf, vorletzte Zeile. Also ich gehe das immer so ein bisschen so Excel-mäßig durch, ne, mit Zeilen und Spalten. Das ist für mich so die einfachste Eselsbrücke. So. Und dann haben wir hier noch diesen komischen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Wartet mal, wie sehen denn die... Ach so, diese Typen mit den Kutten, die sehen, die erkennt man relativ eindeutig. So, und der kommt in die drittletzte andere Reihe hier. Das müsste dann der sein, ne? So, der müsste dann eigentlich hier sein. Würde ich jetzt mal schätzen, oder? Ja, also wenn ich jetzt die Gesichter richtig zugeordnet habe, dann müsste das passen. So, hier ist ein Fragezeichen. In der dritten Zeile, zweite Spalte, da steht aber schon jemand. Da kann ich also niemanden platzieren. Oh, hier sind zwei. Warte mal, dann gucke ich lieber erstmal hier. Da oben links müsste einer stehen und... Ja, oder da unten. Da habe ich ja auch noch keine Leute platziert, ne? Aber warum sind denn die Fragezeichen auch so unterschiedlich? Guck mal, die haben auch eine uneinheitliche Farbe. Aber ich wette, das hat irgendwie nichts zu bedeuten. So, ich gucke jetzt einfach mal. Was passiert, wenn ich jetzt den hier zum Beispiel dahin packe? Nützt das jetzt irgendwas? Ich glaube nicht. Ich wette, ich habe sowieso voll die falsche Herangehensweise von Anfang an gewählt. Aber vielleicht ist auch nur eine der drei richtig. Vielleicht sind gar nicht alle drei richtig. So, vielleicht muss ich mich auch nur an einem orientieren. Es ist irgendwie voll blöd. Wartet mal, was habe ich denn hier noch? Da sind noch der... warte, 1, 2, 3, 4. Vierte Spalte, zweite Zeile von unten. Vierte, zweite von unten. Okay, kann ich auch mal probieren, den da hinzupacken. Ich glaube, das wird auch nichts bringen. Ne? Also ich meine, ich hoffe, das Spiel wird mir anzeigen, wenn ich am Ende das richtig gemacht habe, dass es auch richtig ist. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas schon richtig hatte und einfach nur das Menü hätte verlassen müssen. Das wäre mega ärgerlich, aber ja, ich habe keine Ahnung. So? Nö, scheint auch nicht richtig zu sein. Also meine Vermutung wäre jetzt, dass ich mich vielleicht an einem von diesen Dingern orientieren müsste. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich sehe es jetzt erst. Da sind am Rand ist so ein Buchsymbol eingezeichnet, ne? Ich glaube, das Buchsymbol soll mir sagen, wo gerade mein Standort ist. Okay, da muss ich das alles jetzt nochmal überdenken. Das war dann mein Fehler. Okay, also die beiden da müssten jetzt eigentlich richtig stehen. Dieser, ich nenne ihn mal Gargoyle, ne? Und dieser Mönchsuntote oder was diese Dinger da darstellen sollen, die müssen korrekt platziert sein. So, hier, warte mal, hier kann ich ja mal gucken, wo ich diesen Wolf, der müsste dann nämlich vierte Spalte, zweite Zeile. Der Wolf, vierte Spalte, zweite Zeile. So, das müsste dann hier sein, ne? Vierte,
Ja, würde ich jetzt mal schätzen. Ich muss meinen Kopf gerade voll minder bemittelt zur Seite drehen, weil ich das ansonsten irgendwie nicht gerafft kriege. Aber ja, das sieht erstmal so ganz gut aus. Und hier, da müsste ich, oh Gott, dritte Spalte direkt vor meiner Nase, so ein weiteres Gargoyle-Vieh platzieren. Genau, das ist da jetzt nämlich ganz oben. Was hatte ich gesagt, dritte oder vierte? Ich glaube, das war die dritte. War das die dritte? Ja, das war die dritte. Okay, dann müsste das nämlich auch stimmen. Und dann müsste der Wolf in die 2-2-Ecke nach oben links. Ich führe jetzt gerade ein bisschen Selbstgespräche, aber ich muss hier irgendwie aufpassen, dass ich hier nichts durcheinander bringe. So, ich würde mal sagen, damit sind die erstmal ganz gut aufgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, den hier habe ich da auch platziert, wo er hin soll. Tja, jetzt müsste ich im Grunde genommen nur noch, jetzt drehe ich mal hier schon wieder meinen Kopf, die dritte Zeile vor meiner Nase, vierte Spalte. Ist da jetzt schon jemand drin? Ja, da steht schon jemand, okay. Dann die fünfte Spalte. Oh, jetzt lässt mich meine Stimme auch noch im Stich. Fünfte Spalte, vierte Zeile vor meiner Nase. Fünfte. Ja, da steht jetzt der, genau, dieser Zauberbeschwörungstypi. Also dieser untote Dingsbums. Und da steht jetzt auch jemand. Hey, dann sind doch aber alle Fragezeichen. Ach nee, hier habe ich noch nicht geguckt. Ich glaube, das ist das einzige Fragezeichen, was noch fehlt. Das wäre die zweite Spalte, dritte Zeile aus meiner Perspektive heraus. Hey, wo ist denn der zweite Magier? Das ist der hier, ne? Was hatte ich gesagt? Dritte, zweite. Nein, ich hatte gehofft, dass das jetzt funktioniert. Wartet mal. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Nee, zweite Spalte. Und ich bin in der zweiten Spalte. Nee, dritte Spalte. Was erzähle ich denn? Nee, wartet mal. Ich habe gerade voll den Knick in der Optik. Die zweite Spalte und die dritte Zeile vor mir. Ja, eigentlich steht der richtig. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. So, ich gucke dir jetzt noch einmal kurz durch. Vierte Spalte, dritte Zeile müsste der... Vierte Spalte, dritte Zeile. Ja, da ist dieser Gargoyle drin. So, diagonal angrenzend müsste der Mönch sein. Ja, den habe ich auch drin. Und dann müsste das hintere linke Feld mit einem... Ja, mit so einem... Achso, nee, was das genau sein soll, steht da nicht. Aber okay. Aber das stand hier, ne? Ja, genau, das muss dieser Wolfstypi sein. So, dann gucke ich jetzt hier nochmal... Da müsste so ein entgegengesetztes C sein, was unten beginnt in der 1, 2, 3, 4. Spalte, dritte Zeile. Vierte Spalte, dritte Zeile. Genau, dieses C, das haben wir ja hier, ne? Das ist eigentlich auch so, wie das Spiel es haben möchte. Also, wenn ich das Spiel hier richtig verstehe. Und hier die dritte Spalte... Und direkt vor meiner Nase. Ja, ist eigentlich auch so drin. Hm. Okay, und dann haben wir da... Ach nee, wartet mal, hier fehlt einer. Nee, hier fehlt keiner, der ist ja auch drin. Nee, da habe ich keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, dass ich das jetzt so richtig gemacht habe. Und, sorry, Leute, aber da... Da muss ich jetzt leider die Hilfe in Anspruch nehmen in diesem komischen Buch. Ich krieg das jetzt selber nicht hin. Nochmal kurz lesen. Keine Ahnung, wieso die Ältesten der Bruderschaft von der Existenz geheimer Zuge in Korridore. Bla blub, Schachbrett, Rätsel, mysteriöse Eingänge. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wohin. Ja, keine Ahnung. Ich wette mit euch, das ist eigentlich schon voll richtig. Ich habe bestimmt irgendwie nur irgendwo falsche Figuren. Oder ich verwechsle jetzt doch diese Schakal-Wolfsviecher mit irgendwas anderem, aber... Ey, wartet mal. Kann es sein, dass wir hier auch helle und dunkle Figuren haben? Nee, ne, die Figuren an sich sind alle gleich. Weil guck mal, der eine Magier... Ich tausche die jetzt einfach mal kurz aus, weil der eine... Der ist voll hell und der andere ist voll dunkel. Das sind auch gar nicht die gleichen. Kann das sein? Guck mal, die sehen irgendwie so unterschiedlich aus. Das fällt mir auch... Habe ich es geschafft? Ja, ich habe es geschafft! Aber so voll im Endspurt, ey. Oh,
Wow, war das knapp, ey. Aber das war auch gerade nur Zufall, weil ich dachte am Anfang, dass mir das auch schon so grob aufgefallen, aber ich dachte einfach nur, dass das dem Lichteinfall geschuldet ist, dass sie so unterschiedlich aussahen. Aber da bin ich gerade echt ein kleines bisschen stolz, dass das jetzt hier so geklappt hat. Und wow, ey, ich hoffe, wenn das Level jetzt nicht zu Ende ist, dann hoffe ich mal, dass ich hier irgendwo noch die Chance bekomme, mich zu heilen, weil ich habe da gerade irgendwie so ein bisschen Bammel, dass ich das ansonsten nicht hinkriege, denn die Gegner werden hier mit Sicherheit nicht leichter sein. Yes! Und das Level ist abgeschlossen. Ey, ich bin gerade so erleichtert, dass ich das Rätsel noch selber hinbekommen habe. Ey, ich wollte gerade... Ich habe was ausgelassen. Ich habe einen Finger Frankensteins ausgelassen. Nein! Okay, keine Ahnung. Das ist jetzt wahrscheinlich das Pendant zu den Juwelen, die ich finden kann. Finde ich diese Finger auch in irgendwelchen Leichen? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde dann in den nächsten Levels mal etwas genauer hinschauen und nach denen suchen. Auf jeden Fall gucken wir uns mal kurz an, wie das nächste Level heißt. Ich glaube, guck mal, verlassener Flügel. Okay, das ist eine neue Bezeichnung, aber Burgsaal hatten wir schon mal auch als Levelbezeichnung. Und Missionen gibt es ja auch. Schließe den Level ab, ohne Laura zu gestatten, auch nur einen einzigen Feind zu töten. Okay, kann ich jetzt schwer einschätzen, ob das leicht oder schwer ist, aber gelungen wäre mir das jetzt in diesem Versuch, glaube ich, nicht. Aber ja, gut zu wissen. Das werde ich dann wahrscheinlich offscreen irgendwann mal für meinen Privataccount noch nachholen, schätze ich mal. Und ja, wir werden uns im nächsten Part dann dem verlassenen Flügel widmen. Ich danke euch an dieser Stelle, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Leute, und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao.